Und die waren zusammen 3 Gold wert. Also beides jeweils ein Silber. Ne, ein Gold und 50 Silber. Und das, naja, gut. Geht ja eigentlich. Was man jetzt noch machen müsste, was aber auch keinen Sinn machen würde, also für Big Point, wenn man alles Geld, was man zum Beispiel, wenn man 4 Items verglüht, zusammen reinsteckt und die werden dann, man bezahlt dann 3 Gold, dass diese 3 Gold nicht verloren gehen, als quasi bezahlt werden, sondern dass sie in ein Item reingehen oder den Wert von allen 4 Items erhöhen, dass man sie dann wieder verkaufen kann, wie bei den Glyphen. Die Glyphen brauchen ja, die Glyphen bleiben ja auch erhalten. Naja, gut, wäre ja schön. Tägliche Herausforderung haben wir noch nicht, was? Wie jetzt? Gibt es erst ab bestimmt Level oder was? Lustig. Erschlage 70 Untote in den. Okay, sind wir ja fast fertig. Was haben wir hier noch für eine Quest? Finde. Haben wir schon. Genau. Und die haben wir auch schon. Okay, also noch ein paar Viecher töten und dann sind wir auch schon fast fertig. Was war das? Krieger. Irgendwelche Krieger, ja. Irgendwie durchrennen und. Nee, Gollums. Wandelnder Leichnam. Ah ja, okay. Die sollten die trotzdem umändern. Gollum ist besser. Genau, das war 56 von 70. Jetzt habe ich so viel gebabbelt, dass ich die Zahlen gar nicht gelesen habe. Haben die Roben an? Was? Ey, die haben tatsächlich was an. Was ist denn das für ein Fail? Ey, da ist doch keine Zensur möglich, nötig. Die haben doch eh nur Knochen. Was wollt ihr von? Was wollt ihr hier, Big Point? Jetzt haben die Knochen, Skelett und noch Roben an. Ja gut, und wenn die so hübscher sind, wenn er das meint. Also ich finde, die brauchen das nicht. Nicht wirklich. Heute leckt es wenigstens nicht so stark wie sonst. Lolo kommt schon. Alter, ich muss echt sagen, ehrlich muss sagen, hier findet man sowas von krass. Das ist jetzt schon Item 3 und Item 4. Und alle für Level 7. Okay, gut. So viele Items. Schon 2 blaue und so viele grüne. Die findet man so viele. Also so viele Items. Ey, das ist echt unglaublich. Also so viel habe ich damals nicht gefunden. Können wir nachher. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Gebiet geht. Die Items schon reinstecken und zusammen craften. Hochcraften. Ach ja, Glyphen. Mal gucken. Ich würde sie erstmal verkaufen, weil der Wert ist dann doch schon ziemlich hoch. Also man muss ziemlich viel zahlen. Mit 5 Silber werden wir auch kaum was anfangen können. Mal schauen. Level up. Und die können wir jetzt. Ich wollte schon sagen, alle einsetzen. Dabei können wir ja nur eins einsetzen. Haben wir jetzt die Quest schon? Das waren die Krieger. Die haben wir. Aber fertig. Rückruf haben wir leider auch noch nicht, also müssen wir den Weg laufen. Ist ja zum Glück nicht allzu weit. Was sind denn das für Chat-Nachrichten heute? Plus ein Level-Up? Ah, Weihnachtsmann ist aufgetaucht. Habe ich eigentlich jetzt schon eine. Nein. Also ich weiß nicht woher. Zuckerrüben finde ich en masse mit meinem Baldi, Alcaris, aber wo bleiben die Zuckerrüben hier für diesen Char? Wo bleiben die? Ich habe noch keine Zuckerrüben gefunden. Wo bleiben die Zuckerrüben? Verdammte. Sprich mit Dorfbüttel Heut in Krimpfort. Komm, die machen wir auch noch schnell alle kalt. Mit schönen Zerschmettern rein. Also die Zahlen, die sind schon nicht schlecht. Aber die könnten gerne ein bisschen höher sein. Ich versuche mal einfach, solange wir Platz haben, alles, was ich finde, aufzusammeln. Denn was ich so an Erfahrung rausgeholt habe, wir brauchen Gold. Wir brauchen definitiv Gold. Auch am Anfang schon. Das erste Gold mit Level 5 wäre schön schön, ja. Wäre schon schön. Man kann sich ja, es gibt ja auch Leute, Spieler, die haben zu viel Geld und zu wenig Hirn. Ich kenne jetzt keinen. Aber die soll es ja angeblich auch geben. Die kaufen sich Ingame-Sachen, weil sie, damit sie die wieder verkaufen. Also mit echtem Geld kaufen sie Items, die sie wieder verkaufen, um Ingame-Gold zu bekommen. Das ist natürlich eine Idee. Das ist eine grandiose Idee. Das ist phänomenal. Yeah, Mann. 100 blaue. Unsere ersten Lizenzen. Lizenzen. Jeder hat also seine eigene Stapelung. Ich habe es immer so gehabt. Ganz nach links kommen die Heiltränke. Daneben gleich die Lizenzen und daneben die anderen Items. Die Waffen immer unten hin. Unten links oder so. Aber so viel haben wir ja noch gar nicht. Können wir gleich richtig einnehmen. Haben wir schon fast 10 Silber. Oh man, 10 Silbermünzen, das ist ja unglaublich. Jetzt kriegen wir nochmal 193 Erfahrungen. Das haben wir. 3 Anamanten erhalten. Gehen die jetzt gleich hier rein, oder? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Wir haben 3 Anamanten erhalten. Haben wir die jetzt schon aufs Konto bekommen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ansonsten, wenn man die bekommt, sind die ja im Inventar drin.
Na ja, gut. Eine Quest angenommen, da hinten haben wir noch eine. Hey du da, komm mal. Oh, nicht zweideutig denken, Max. Nicht solch ein junger Mann, meine Freundin. Cool. Interessant, was du da gesagt hast. Jetzt verkaufen wir erstmal unseren ganzen Bullshit. Ah, komm, neun Silber. Brauchen wir eh nicht. Halt, Moment. Was haben wir denn da verkauft? Wir haben ja auch eine alte Waffe. Großer Prügel. Wir haben ein altes Beil. Ist bestimmt besser. Soll ich erstmal durchgucken? Ich weiß, ich könnte auch einen Zweihänder nehmen. Der ist Level 5 und hat auch noch zweimal Crit drin. Wow. Geil. 13%. Aber ich bin ja so ein Tank und ich halt immer mein Schild. Also ihr werdet mich so gut wie gar nicht sehen mit einem Zweihänder. Es sei denn, ich finde natürlich einer mit 300 Rüstung. Korrektur 300 Schaden. Sowas soll es ja bei Level 45 geben. 300 Schaden in 3 Sockeln oder 4 Sockeln drin, wenn man Glück hat. Da denke ich mir nur so, what the fuck? Ja, im Ernst. Beim Waldläufer 30 Schaden, beim Drachenkrieger mit Level 45 nur in den zwei Händen bis zu 100 Schaden. Oder waren es 120? Ja, alles klar, Big Point. Ihr seid noch logisch, nur weil die DKs dann keine Rüstung haben. Hauen sie den Eisenstein rein und einen schönen Crit mit dem Zweihänder bei 1500 Grundschaden hinher und du bist down mit 10.000 Schaden. Es scheiße auf deine Rüstung. Da brauchen wir auch kein Tank sein. Das ist, versuchen wir es als Tank gegen andere Mobs, die hier sonst noch rumrennen. Probieren wir es einfach. Das Ding bringt schon 7 Silber oder 36 Glyphen. Wie machen wir das denn? Die brauchen wir ja nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt alles verkaufen, was wir haben. Hui. 3 Rüstungen dazu. Das Schild gibt... Wow. Gibt 2 Kriti mehr. Ist ja klasse. Kriti in einem Schild. Das sind einfach so Sachen, wenn ich die sehe, ich fange an zu heulen, wenn ich das sehe. Das ist unglaublich. 36 Glyphen. Gucken wir mal, wie teuer kostet. Wie teuer. Ach komm, ey, ehrlich mal, ja. Ich habe das wieder vergessen, aber wenn man hier schon. Okay, Level 7. 5.500 Glyphen für ein grünes Item braucht und hier für ein blaues. Wow, und Schaden. Ist ja Hammer, was man sich da verbessern kann. 1000 Glyphen. Und 36 für so ein blaues Item. Ich würde die am liebsten erstmal alle verkaufen. Also, ich wollte ja als Ziel haben, so schnell wie möglich Leckys. Auch wenn die am Arsch sind und schlecht. Na gut, das bringt ja eigentlich nichts, wenn man da ewig viel Geld hat. Habe ich ja vergessen, wir wollten ja die... Okay, gut, egal. Egal, sammeln wir gerade noch mal 4 blaue. Also jetzt lasse ich... 4 grüne oder 3 blaue, lasse ich einfach mal drin. Geh mal wieder raus. Also erstmal Gold sammeln. Versuchen wir erstmal Gold zu sammeln. Wir haben jetzt 12,57% vom ersten Goldstück. Geil! Es gibt ja auch Spieler, die haben en masse Tausende von Gold. Keine Ahnung, wie das hinbekommen. Fahren wahrscheinlich den ganzen Tag. Nix für mich. Am alten Friedhof. Steht da, Svetfieldwein. Okay. Also raus. Tralala. Ja, Gollum. Nein! Plus ein Leben. Das ist ja einmal 20%, was sie sich da heilen. Ui, geil. Die haben also nur 5 HP. Das glaube ich nicht, oder? Die haben noch ein bisschen... Nee, die haben viel mehr. Ist aber trotzdem auch nicht viel mehr. Halt, das Silber sammeln wir auch noch auf. Also müssen wir da oben hin, zur Gruft. Wir rennen einfach mal. Das glaube ich auch noch falsch. Und wenn wir eine ganze Masse an en masse Viecher haben, die alle um uns rumlaufen, dann tun wir die erstmal alle verbluten lassen und hauen dann nochmal einen schönen Zerschmetterungs rein. Ultra gutes Wissen erhalten. Ultra altes Wissen erhalten. Alter, diese Speed, Alter, mit 1,7 CS mit so einer Keule, das ist einfach nur Hammer. Und die Laufgeschwindigkeit noch dazu, nur 5 Sekunden, aber echt voll geil. Wow. Bum, 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 bum. Ja, die Geschütze vom Zwerg sind auch nicht schlecht. Ach, hier geht's nicht drüber. Der Fluss ist auch noch nicht da gewesen damals. Sie haben die ganze Map komplett geändert. Ich hoffe, das machen sie nicht mit jeder Map, sonst muss ich mir jede Map neu angucken. Aber das ist doch gut. Damals mit den Maps, also die haben sich ja teilweise, die haben ja neue Maps reingemacht, wo ich gelevelt habe damals. Ich glaube, da haben sie die ganzen, wieder die guten alten Erzählgeschichten, wie der Opa. Damals war alles besser. Ja, Leute, als ich damals gelevelt habe, als ich damals noch klein war, da waren die Level Drachenkaverne, Level 40er Gebiet. Ich habe damals Herold mit Level 35 versucht und ich bin jämmerlich, oh je, gestorben.